Das Einzigartigste, das Famoseste PvP-Tick-Shipack auf dieser Welt vor. Moin Moin Leute! Packs am Start! Herzlich willkommen zu einer Runde Skywars mit Tim. Hallo. Heute stelle ich euch das Beste, das Einzigartigste, das Famoseste PvP-Tick-Shipack auf dieser Welt vor. Und zwar das Pack von Doctors Packs, und zwar das einzigartige Brett PvP Resource Pack. Ich feiere das Pack einfach so geil. Die Pots und so sind einfach so Brot und keine Ahnung, und das Schwert auch. Und ich finde das Pack einfach wirklich so mega hammergeil. Weil es einfach, keine Ahnung, es passt zu meinem Kanal wegen dem Brot-Insider. Wenn ihr jemanden kennt, von dem hast du Brot? Will ich, kann euch das Video nochmal verlinken. Schaut übrigens bei Tim vorbei, Doctors Packs, und der Download ist auch in der Beschreibung. Das hat er mir über YouTube zugesendet und ich finde das so mega geil. Also wirklich, ohne Witz, Respekt für das Pack. Die Idee ist einfach super geil. Er hat auch einen Enten-Skin, hat halt auch einen Kanal, macht irgendwie, gibt es Doctors Packs, Doctors PvP oder so. Gibt es irgendwie 4 verschiedene Kanäle von denen. Die sind richtig verrückt drauf. Okay. Tim. Geh raus! Die sind richtig doof, aber. Ich hab ein halbes Herz, ne? Ich fick den! Dem Co-Web, der ist tot! Der ist so gut wie tot! Ich hab mehr Hits auf ihn bekommen! Ja, hab ihn! Und der eine müsste auch tot sein, wenn es selber ging, nicht gefallen ist. Ich hab die Items, Tim! Warte, ich hab Rüstung! Nee, lol, die hab ich nicht aufgesammelt! Hä? Wo ist die Rüstung hin? Als ob ich hab doch dir. Unten liegt. Gönnst du dir? Ja. Hol dir schnell, ich pass auf. Der kommt. Was macht der? Der zündet einfach TNT! So, ich bin da. Wow, was hat er jetzt gemacht? Er hat 3 Blöcke kaputt gemacht. Und was mir nicht so in den Pack gefällt, ist das Inventar oder so. Und halt, ohne Witz, der Typ fuckt echt ab. Und was mir nicht so gefällt, ist übrigens auch so, keine Ahnung, die Blöcke gefallen mir nicht so gut, aber... Pass auf, der kommt. Ich finde das Pack an sich übelst geil und der Typ fuckt ab. Der fuckt wirklich ab. Wow. Oh mein Gott! Hat er jetzt nicht gemacht, MLG. Nice! Fick ihn! Ah, ich bin unten! Hast du ihn? Ja, er ist tot. Nice! Ey, ohne Witz, das war so ein richtiger Wannabe, was weiß ich was. Okay. Tim. Mein Tim. Ich halt ein guter Tim. Danke! Oh, warte, Tim! Ich schaffe die zusammen, okay? Gib mir gerade das Ding. Warte, Sharp 1. Hier ist halt Sharp 1 und Dings. Noch Unbreaking könnte sein, dass es halt... mehr kostet, ne? Keine Ahnung. Oh, danke, Tim! Ah! Liebe dich, Tim. Kleine Liebe Bestellung dich. Als Weihnachtsgeschenk. Oh, ich bin ins Weihnachtsgeschenk. Und ich werde am Ende von der Runde nochmal durch meine PvP-Map gehen und werde euch nochmal ein paar Sachen zeigen von dem Pack. Also wie das Ganze aufgebaut ist, wie alles aufgebaut ist. Hat sich da gerade jemand geportet? Nee, das war ich. Okay, gut. Lass mal in die Mitte gehen. Ich hoffe, dass da jetzt mich keiner mit Schneebällen runterhaut. Wenn irgendwas ist, sofort schreien, okay? Boah, mein Kopf, pass auf. Bei Not. Mein Kopf, ping. Okay, die machen mir richtig Angst. Die stehen gerade einfach so da und machen gar nichts. Alter, es ist der echte Legendary Fuchs, Alter. Der Legendäre. Alter, das ist der Legendary Fuchs. Hallo, er hat ein Schild gemacht mit Hallo. Sein Ernst? So, jetzt drauf. Jetzt geht's in den Kampf. Ohne Witz, wir geben den so jetzt auf die Fresse. Warte. Ich hoffe, dass wir jetzt echt nicht verkacken. Hat er voll gut gemacht. Warte, Legendary Fuchs, die sind richtig damaged, aber... Nice! Tim, du drückst ihm so hart! Sorry, wenn ich jetzt abclean. Kein Ding. Ich muss mir ganz kurz löschen. Alter, ich klicke gerade so scheiße. Ey, der geht ins Wasser, der macht einen Wasserstrom. Er kommt. Hinter uns, aber der ist noch weiter weg. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fuck den jetzt richtig ab. Wo ist der andere? Der ist da oben noch, der macht einen MLG jetzt. MLG-Körper. Oh Gott. Der Typ ist bald da, ne? Ey, ich brauch Hilfe. Ja, wäre besser. Wie er da im Wasserfall hängt. Komm. Warte. Soll ich kommen? Ich bin im Wasser. Ich hab ihn! Hast du ihn? Er ist ganz tot! Ja! Alter. Ohne Witz, endlich ist der Typ verreckt und jetzt hat nur noch einer. Alter, aber das Pack feiere ich wirklich so extrem. Also wirklich, es passt einfach voll zu meinem Kanal und ich liebe dieses Pack einfach mega. Im Moment ist es wirklich mein Lieblings-Resource-Pack, mit dem ich am liebsten spiele. Trotz der Blöcke, aber es ist einfach übelst krass. Geil. Schaffst du den, Tim? Ja, klar. Okay, gut. Wir haben echt eine Runde reden bekommen. Ich zeige euch jetzt auch gleich kurz das Resource-Pack. Also Leute, bis gleich. Ich hab bei Tim vorbei. So Leute, jetzt sind wir auf meiner PvP-Map. Tim ist immer noch dabei. Hallo Tim. Hi. Und ich finde, also wirklich, die Map übelst geil, kann ich nur nochmal sagen. Schaut auch mal nochmal bei Ausgebildet vorbei. Hier, die Blöcke gefallen mir jetzt wirklich nicht so gut dafür. Hier sieht man die ganzen Dinger, die sind irgendwie Bieren. Keine Ahnung, ob die Goldäpfel irgendwelche Bieren sind, aber... die Dings sind, diese Pots sind einfach so, das ist richtig cool gemacht, wie das einfach gemacht ist. Hier solche Brötchen und was weiß ich was, die Ohren sehen auch ganz okay aus.
ist halt wieder was anderes oder so. Die ganzen Rüstungen wurden ein bisschen im Model bearbeitet, was richtig cool gemacht ist. Ist auch immer so ein Brot hinten drauf oder so. Wie gesagt, passt einfach zu meinem Insider. Also der hat es mir eingeschickt und ich finde das einfach mega geil. Und hier sieht man zum Beispiel den Bogen, das ist so ein Fateful-Bogen. Hier sieht man auch noch ein Brot, wenn man das spannt. Und die ganzen Pfeile, wenn die einschlagen, sind auch solche Brötchen, also so Baguettes und so. Das ist einfach so cool gemacht in dem Pack, ohne Witz. Der hat sich da echt so viel einfallen lassen. Und wie gesagt, die Schwerter, die ich vorhin schon angesprochen hatte, wo ich ja vorhin ein paar davon auch hatte. Kurz nochmal rumdrehen hier. So, hier das Holzschwert, das Goldschwert, das Steinschwert, das Eisenschwert und das Tierschwert. Und ich finde die insgesamt echt so geil, wie der das, also was er da für eine Mühe reingesteckt hat, ist echt übertrieben geil. Also mir gefällt es echt übelst gut, was er da gemacht hat. Hier zum Beispiel auch die Zauberpartikel, dann hier noch die Crit-Partikel, die roten. Also er hat sich da jede Menge einfallen lassen und wenn euch das Pack gefällt oder das Video und was weiß ich was, lasst ein Like da, schaut bei dem vorbei, download euch das Pack, schaut bei Dr. Specs vorbei. Rappex ist raus, bis dann und ciao! Kommt im Winter.